ist ja ein Symbol für einerseits den Wahnsinn, nach wie vor Kohle aus der Erde herauszubaggern mit riesigen Maschinen aus dem Jahr 1964 und die dann zu verfeuern. Das ist ein Symbol einer vergangenen Zeit. Und gleichzeitig ist es auch ein Symbol dafür, dass Menschen sich dagegen wehren. Und zwar zu Tausenden, zu Zigtausenden. Eins ist klar, wir werden hier so lange wie möglich Widerstand leisten. Die Staatsmacht wird sich hier durchsetzen, die wird diesen Ort räumen. Wir werden alles dagegen unternehmen, was wir können. Das ist ein ungutes Gefühl, zumal auch die Situation damals sehr unübersichtlich war. Ich habe persönlich eine Frau, die auf den Boden gefallen ist und natürlich drohte, getreten zu werden oder so etwas, wieder hochgenommen und die hat heftig geweint. Das ist etwas, eine Situation, die man eigentlich nicht haben sollte in einem demokratischen Staat, in der mit Vernunft und mit der Emotionalität der Zukunft mit solchen Themen umgeht. Sollte so etwas nicht passieren. Aber es passiert immer wieder, und es wird immer wieder sein, dass Menschen sagen, nein, so weit gehe ich nicht mit und hier leiste ich einfach Widerstand. Das ist ein Teil des bürgerlichen Engagements und das ist gut so, dass es das ist. Und selbst in der Situation drin zu sein, ist eine Herausforderung, aber auch etwas, wo man dann rausgeht und sagt, so leicht war es doch nicht für die andere Seite. Wir konnten eine Utopie leben. Ich denke, das wird einer der schwersten Teile sein, dass das für mich persönlich, dass das eben nicht unmittelbar so fortsetzbar ist und dass so, wie ich das hier schätzen gelernt habe, an anderen Orten vielleicht ähnlich läuft, aber sicherlich nicht genauso identisch. Ich kann es noch gar nicht genau beantworten, was das dann für mich persönlich heißt. Ich finde, es gab hier sehr, sehr viele gute Ansätze. Nichts war perfekt, aber die Richtung hat gestimmt. Und ich hoffe, dass es sich an anderen Orten so weiter fortsetzen lässt. Ja, Lützerath ist zerstört. Der Ort als solche, die Materie ist zerstört. Ich finde, wir haben uns gut geschlagen und
das Ganze ist ja nur Materie. Das, was wir hier sehen, was mich sehr, sehr, sehr traurig macht, weil ich weiß, ich habe die Menschen ja auch kennengelernt, die hier gewohnt haben. Und ich weiß, wie sie fühlen. Und ich stelle es mir furchtbar vor, wenn ein Hof, der hunderte von Jahren Menschen versorgt hat, auch in die Gebäude, wo man gelebt hat, wenn man geliebt hat, wenn man Kinder bekommen hat, wenn so etwas so mit so einer brutalen Gewalt zerstört wird. Macht mich sehr, sehr traurig. Und zugleich weiß ich, dass Lützerath weiterleben wird, in unseren Herzen und in unserer Seele und vor allem auch in unserem politischen Bewusstsein. Lützerath steht dafür, so lange im Widerstand zu sein und zu bleiben, solange immer noch versucht wird, fossile Energie in diesem Land zu verfeuern und damit ein Teil der Zerstörung unserer Erde zu sein. So lange werden wir hier Lützerath aufrechthalten, auch wenn der Ort dann anders heißen mag oder wenn es ein nahegelegener anderer Ort ist. Die Seele, die Kraft, die Power, dieses politische Bewusstsein, das kann man uns nicht nehmen. Die Welt ist so schön, es lohnt sich wirklich dafür zu kämpfen.